Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einer neuen Folge von Angezockt. Und zwar geht es um Tengi Online. Das ist ein Browserspiel, das sich hier eigentlich schon ganz gut zusammenfassen lässt, was das hier denn alles gibt. Also es ist halt ein Browserspiel mit Panzern. Tengi, ne? Spielt man auf der Seite www.tengionline.com. Tengi jeweils mit I. Was man hier so machen kann. Man hat hier einmal den Chat für alle, die gerade auf dem Server sind. Man kann auch auf verschiedene Server wechseln, wenn einige voll sind und so weiter und so fort. Hier hat man die Spieleliste der aktuellen Games. Grau bedeutet, man kann nicht beitreten. Grün bedeutet, man kann beitreten. Und dann gibt es hier eben noch verschiedene Spielmodi wie Capture the Flag, Deathmatch, Team Deathmatch. Und das Ganze befindet sich eben hier immer auf solchen Maps. Kann man hier mal kurz zeigen, was es denn da so für Map-Beispiele gibt. Nur Geile dürfen hier rein, deswegen darf ich da nicht rein. Sandkasten-Team Deathmatch, Sandkasten-Deathmatch und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch wieder eine Friendlist, wenn man das möchte. In der Garage kann man hier seinen Panzer zusammenbauen. Das ist jetzt hier gerade meiner. Alles passiert durch die Währung, die sich Kristalle nennt. Die kann man sowohl in-game als auch durch Echtgeld erwerben. Ich habe jetzt aber insgesamt 3 Matches gemacht in diesem Spiel und habe mir schon diesen Flammenwerferaufsatz gekauft, der hier drauf ist, und habe trotzdem noch fast 800 Kristalle. Also so sonderlich nötig hat man es nicht, das zu kaufen. Sachen, die man einmal gekauft hat, kann man dann hier noch verbessern. Schaden, Durchschlag, Drehgeschwindigkeit des Kopfes hier, sag ich gleich noch was zu. Die Schussweite und Nachbrennzeit, wobei die Nachbrennzeit besonders bei diesem hier wichtig ist. Ich möchte das jetzt aber nicht verbessern, denn sobald man das verbessert, läuft ein Timer runter und da muss man entweder noch mehr Kristalle ausgeben, um diesen Timer halt sofort abzuschließen. Oder man muss halt die ganze Zeit warten und kann dann in dieser Zeit nicht spielen. Ich habe außerdem noch diesen Aufsatz, der Smokey. Das ist eben ein ganz normales Kanonenrohr. Und hier unten befindet sich dann der Shop, mit dem man verschiedene Items kaufen kann. Diese Items hier könnte man vielleicht noch kurz erwähnen, das sind die Kisten, die im Spiel spawnen. Unter anderem auch im Spiel spawnen, das ist eben der Verbandskasten, Heilung natürlich. Doppelschutz ist dann eben ein bisschen Rüstung. Doppelte Energie bedeutet einfach, dass die Schüsse doppelt so effektiv sind bis zum nächsten Tod. Und Beschleunigung, sagt der Name schon, man fährt halt schneller. Dann gibt es hier noch die verschiedenen Aufsätze. Schnellschießender Aufsatz mit 2 Läufen eben. Den Donner, der macht ordentlich Kawumms. Die Railgun, das ist so eine Art Sniper-Aufsatz. Das heißt, ein kräftiger Strahl, der, wenn er trifft, dann auch gern mal so einen Panzer tötet. Und die unteren Aufsätze bestimmen dann eben die Panzerung, die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Leicht sparsam, bla bla bla, der Panzer für Anfänger, der unterdessen beim, sag mal, Wasp, welchen habe ich denn jetzt? Ich habe den Hunter. Kann man hier auf jeden Fall alles Mögliche sich reinlesen, was man alles für Untersätze bauen haben möchte. Man kann sich den Panzer lackieren. Und hier, wenn man denn einen bestimmten Rang erreicht hat, dann kann man auch noch Level 2 der verschiedenen Sachen kaufen. Unter anderem auch den Freeze. Denn, das ist eine ganz lustige Mechanik, finde ich. Denn der Flammenwerfer, den ich habe, der hat so eine Art Dot. Das heißt, wenn ich jemanden damit anzünde, dann blutet er sozusagen weiter. Das tickt halt immer weiter runter
macht sogar sehr viel Schaden und das kann halt nur, indem man kann nur entgegengewirkt werden, wenn man diesen Freeze hat und von diesem Freeze beschossen wurde, denn der Freeze löscht den Feuer dort. Ja, Landminen, blablub, gibt es richtig viel zu kaufen, kostet allerdings auch ordentlich viel. Schwerer Panzer, 99.900 Kristalle, da muss man dann wohl schon entweder sehr, sehr, sehr lange spielen oder auch mal Geld investieren. So, jetzt kann ich auch jedes einzelne Detail eingehen. Ich kann hier aber zum Beispiel blub den komisch anmalen, was ich persönlich aber merkwürdig finde. Dabei hätte ich lieber meinen grünen Panzerlook. Und ich kann da nochmal hier kurz auf den Shop eingehen. Zahlmethoden, PaySafeCard, Visa-Karte, PayPal, per SMS, mobile Zahlung, Sofortüberweisung. Kristalle gibt's gratis, wahrscheinlich für Werbung und andere Sachen. Will ich aber alles eigentlich gar nicht machen, denn ich steige jetzt einfach mal in eine Schlacht ein. Ich möchte ins Team Deathmatch 3 gegen 3, bitte. Sie spielen für das rote Team. Machen Sie blaues Team. Boah, komm her. Was ist der Nachteil am Flammenwerfer? Ja, lol, was machen die denn da? Machen Doppelgeschütz. Man muss halt rankommen als Flammenwerfer. Und das ist ein bisschen assi. Der Typ campt da oben rum. Und ich komme nicht an ihn ran. Das. Jetzt geht das. So, wenn man aber da mal dran ist, dann bringt das auch ordentlich was. Außer man hat hier so ein Doppelgeschütz gegen einen. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Es ist ein 3 gegen 3. Ich bin hier der Einzige, der von meinem Team spielt. Two on one. Ich dachte, der wäre schon tot. Das sah so komisch braun aus. Da, jetzt hat man das perfekt gesehen mit dem Nachbrennen. Dadurch ist er immer jetzt noch gestorben. Fuck. Ja, Flammenwerfer. Man stirbt halt oft, dafür tötet man auch oft. Aber mich wundert das gerade so ein bisschen. Es ist ein 3 gegen 3. Es sind hier noch zwei rote Typen drin. Freeze XD und LOL toll, Tanky. Ja. Haha. Wo meine Kollegen sind, wüsste ich halt gerne. Ja, aber das ist eigentlich im Endeffekt das ganze Spiel. Capture the Flag ist noch ganz lustig, allerdings habe ich das gerade vermieden zu nehmen. Aus dem einfachen Grunde, dass. Ja, die meisten zu doof sind, das Spiel zu spielen einfach. Also, ich habe das eben. Das ist jetzt mein zweiter Aufnahmeversuch. Ich habe eben ein Programm verwendet, was nicht unbedingt die Unterstützung bietet, wie ich das haben wollte. Bäm. Ah, da ist auch ein Kollege von mir. Sehr schön. Und da habe ich halt Capture the Flag gespielt. Und im Endeffekt. Oh, das war knapp. Fuck. Ja, die sind dann alle im Kreis um die eigene Flagge gefahren und haben sich gewundert, warum sie die Flagge nicht aufnehmen konnten. Deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt mal wieder Deathmatch, wobei ich wohl normales Deathmatch nehmen hätte sollen. Denn da bin ich auch auf mich selber gerichtet.
ich halt auch alleine muss, aber kommt der jetzt her? Auf mich selbst gestellt, würde ich sagen. Und hier sieht man jetzt halt, wie cool die Boni sind, denn ohne die Boni hätte ich nie einholen können. Und das sind eben noch Kristalle, die kriegt man nämlich auch ab und zu im Match direkt, wenn man schnell genug ist. Kriegt man Boni-Kristalle sozusagen zum Aufnehmen. Ja, die machen hier schon wieder einen Doppeldecker. Ja, immerhin habe ich den Sniper noch mit erwischt. Ist jetzt nicht so großartig immer geilo-mäßig wie vielleicht ein Spiel wie World of Tanks, wer drauf steht. Aua. Aber für zwischendurch ist es eigentlich mal ganz lustig. Aua. Nachteil ist eben, man kommt auch gegen die ganzen Leute, die halt schon Rang blablub sind. Aber welches Spiel hat schon großen Matchmaking-System, was Sinn macht? Das sind leider die wenigsten. Noch vielleicht ein kleines Manko, was man erwähnen könnte, ist, dass... Achso, ja, genau. Wollte ich auch noch erwähnen. Manko beim Rückwärtsfahren ist eben, dass man komplett umdenken muss. Das heißt, links ist rechts, rechts ist links, wie man normalerweise spielen würde, kann man hier nicht zocken. Bastard. Und ja, Steuerung habe ich übrigens noch nicht erwähnt. WASD oder Maustaste, Quatsch, Pfeiltasten. Wow, knappig. Slanken, beziehungsweise Gas geben, bremsen und so weiter. X und Y kann man den Turm drehen, wenn man möchte. Sollte man auch, wenn man einen Flammenwerfer nehmen, gegen sich hat. Fuck you. Und Leertaste ist Schießen. Und hier unten rechts sieht man eben Kill-Anzeige, also so oft muss noch jemand sterben. Normalerweise steht dann auch die Uhrzeit, die Zeit, so, wenn das halt zeitlich begrenzt ist, wie viele Matches, also wie lange das Match gehen darf. Und eben rechts unten, wie viele Kills hat wer. Und damit haben wir das jetzt auch schon. 20 Kills musste man erreichen, 20 Kills hat das blaue Team. Ich finde aber, mit meinen 144 Punkten bin ich gar nicht so schlecht dabei gewesen. Und ja, theoretisch wird es jetzt weitergehen mit dem blauen Team nochmal. Ich beende jetzt aber das Video. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wer es spielen will, www.tankyonline.com, ohne irgendwelche Zeichen dazwischen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Bye-bye.